Stavros, moin. Ja. Was, wer bist du genau? Ich bin Stavros Paskalis, der Inhaber von Restaurant Athenia. Und hier gibt es griechisches Essen? Griechisch und mediterranisch auch. Ja, also wir sind jetzt hier auf Empfehlung von Melanie Müller hingekommen und wir wollen jetzt mal dein Restaurant ein bisschen testen, wie das Essen hier schmeckt. Und du hast ja gestern das Golfturnier mitgespielt und wie war das? Ich bin Erster geworden, obwohl ich jetzt seit einem Jahr spiele. Also du bist kein Hacker, sondern ein richtig guter, Anfänger? Fortgeschrittener Anfänger, weil ich 4-5 Mal die Woche zum Trainieren gehe. Ja. Und dann bin ich nach einem Jahr so weit, dass ich jetzt immer mich runterspiele. Dein Restaurant hier, ich zeige das mal ganz kurz hier. Ja. Wie viele Sitzplätze hast du insgesamt? Drin 79, draußen 130. Ja, und das ist so ein richtiges, man ist total gut besucht. Hier gibt es auch All You Can Eat draußen, ja. À la carte, Buffet essen. Ja, wir haben jeden Tag verschiedene Angebote. All You Can Eat für 15 Euro oder Buffet für 56, so viel man essen will. Ja. Oder à la carte, wir sind sehr flexibel. Also das Essen hat bis jetzt ausgezeichnet geschmeckt. Ich werde da gleich mal weiter testen, wie das hier schmecken wird. Bin echt total gespannt. Was ist das hier? Ist das griechisch? Ist das spanisch? Ist das italienisch? Griechisch, aber mediterranisch. Zum Beispiel im Buffet haben wir auch Vitello Tonnato, Carpaccio, Scambis alla Chilio. Ist griechisch, aber auch ein bisschen italienische und spanische Geschmack dabei. Sogar Sushi haben wir auch im Buffet. Sag mal, wo wir hier genau sind. Wir sind Ballermann 4 bis 5, dritte Reihe, hinter Megapark. Hinter Megapark direkt? Ja, in Allerenal. Und das ist ja schon ziemlich groß hier. Wann habt ihr immer geöffnet? Jetzt im Sommer immer mittags 12 Uhr, mittags bis 12 Uhr nachts frühchen. Ja, also ich kann bis jetzt wirklich nur sagen, dass das hervorragend schmeckt, das Essen. Ich habe jetzt hier gerade überbackenen Schafskäse gegessen. Dazu gibt es gleich einen Grillteller und bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie das schmeckt. Also erstmal vielen Dank für das Interview. Wir werden gleich noch mal ein bisschen berichten. Und das geht dann auf Urlaubs-TV live und freuen uns aufs Essen. Super, danke schön. Also, danke. Bis später. Danke.